Hallo, in diesem Video wird gezeigt, wie man mit Hilfe der App Book Creator ein digitales Buch erstellt. Ich starte dafür die App Book Creator auf meinem iPad. In diesem Video nutze ich die kostenpflichtige Variante der App. Mit Einschränkung lässt sich aber auch die kostenlose Version Book Creator One nutzen. Dort kann allerdings nur ein einziges Buch erstellt werden. Dieses lässt sich nachträglich nicht mehr löschen, kann aber editiert und zu einem neuen Buch umgestaltet werden. Ich lege jetzt zunächst über den Button oben rechts ein neues Buch an. Es werden hier jetzt mögliche Buchformate angezeigt, wie zum Beispiel Hochformat, Quadratformat oder Querformat. Jedes dieser Formate gibt es unten auch noch als Comic-Variante. Dabei werden die einzelnen Buchseiten dann in Unterfelder für einzelne Comic-Szenen aufgeteilt und man hat zusätzlich noch Comic-Texte oder Comic-Sticker nachher, die man einfügen kann. Ich wähle jetzt hier das Querformat aus und bekomme zunächst die Titelseite des Buches angezeigt. Hier möchte ich nun eine Überschrift einfügen und wähle dazu das Plus-Symbol oben rechts in der Menüleiste und den Unterpunkt Text aus. Ich gebe im Anschluss dann einen passenden Text für die Überschrift oder für den Text ein und bestätige mit Fertig. Markierte Objekte werden blau umrandet angezeigt und können, wie dieses Textobjekt, oben über das Infosymbol angepasst werden. So kann zum Beispiel für das eingefügte Textelement die Schriftgröße, die Schriftart und die Schriftfarbe verändert werden. Unten über den Menüpunkt Löschen kann das Element bei Bedarf auch wieder entfernt werden. Die Objektbreite lässt sich folgendermaßen ändern. Man markiert das Textobjekt und die seitlichen Punkte werden nach rechts oder nach links verschoben. Die Position ändert man, indem man die Finger- bzw. Stiftspitze auf das Objekt legt und dieses dann auf der Seite verschiebt. Die grünen Hilfslinien zeigen an, wann das Objekt mittig liegt. Als nächstes möchte ich eine Hintergrundfarbe festlegen. Dazu tippe ich auf eine freie Stelle der Seite und wähle dann oben rechts wieder das Infosymbol. Hier kann jetzt eine Farbe oder ein Bild für den Hintergrund festgelegt werden. Es soll nun ein Bild auf der Titelseite eingefügt werden. Dazu tippe ich oben auf das Plus-Symbol. Hier gibt es jetzt drei Varianten, ein Bild einzufügen. Wenn sich das Bild in der Dateien-App befindet, wählt man den Reiter Mehr und den Menüpunkt Dateien. Im Anschluss würde sich dann die Dateien-App öffnen, wo man sich die betreffende Bilddatei auswählen kann. Wenn das Bild direkt aufgenommen werden soll, geht man zurück in den Reiter Medien und wählt den Menüpunkt Kamera aus. Mein Bild befindet sich allerdings in der Fotogalerie. Deshalb wähle ich den Menüpunkt Fotos und wähle im Anschluss das passende Bild aus. Das eingefügte Bild lässt sich, wie eben schon beim Textobjekt gezeigt, in der Größe und Position verändern. Um die Überschrift wieder sichtbar zu machen, muss das Bild noch in den Hintergrund verschoben werden. Dazu das Bild auswählen, das Infosymbol antippen und unter dem Menüpunkt Layout das Bild nach hinten verschieben. Ich wechsle nun über das Pfeilsymbol rechts am Bildschirmrand auf die nächste Seite. Hier soll ein Kartenausschnitt eingefügt werden. Dazu wähle ich das Plus-Symbol oben rechts, wechsle in den Reiter Mehr und wähle Karte. Ich suche den passenden Ort und bestätige den Kartenausschnitt dann mit Fertig. Ich möchte nun eine Zeichnung hinzufügen und wähle dazu wieder das Plus-Symbol und den Menüpunkt Stift. Ich wähle die richtige Stiftart, Linienbreite und Farbe aus und beginne mit der Zeichnung. Über Widerrufen kann der letzte Zeichenschritt übrigens rückgängig gemacht werden und über das Radiergummisymbol oben am Rand bei Bedarf ein Teil der Zeichnung entfernt werden. Am Ende bestätige ich die Zeichnung mit Fertig. Über das Plus-Symbol und den Menüpunkt Sound kann auch eine Audioaufnahme eingefügt werden. Über den roten Aufnahme-Button wird die Aufnahme gestartet und später auch gestoppt.
Nach Bestätigung der Abfrage wird die Aufnahme auf der Buchseite in Form eines Lautsprechersymbols eingefügt. Dieses lässt sich wie andere Objekte auch frei auf der Seite verschieben. Tippt man das Symbol an, wird die Aufnahme abgespielt. Ein Buch wird automatisch mit drei Seiten angelegt. Möchte man weitere Seiten hinzufügen, wechselt man auf die letzte Seite und tippt auf das Pluszeichen am rechten Seitenrand. Jetzt sind vier Seiten angelegt. Möchte man Seiten kopieren, löschen, einfügen oder verschieben, wählt man den Menüpunkt Seiten oben links in der Menüleiste. Dort wählt man Bearbeiten. Tippt die betreffende Seite an und wählt dort Kopieren, Einfügen oder Löschen. Mit dem Finger bzw. Stift lässt sich auch eine Seitenposition verändern. Am Ende bestätigt man die Änderung mit Fertig. Um sich ein geöffnetes Buch im Lesemodus anzusehen, wählt man das Dreiecksymbol am oberen rechten Rand. Mit Wischbewegung kann man sich durch das Buch blättern. Über das Antippen der Seite und den Button Fertig oben links kommt man zurück in den Bearbeitungsmodus. Zum Schluss noch ein Blick in die Büchergalerie. Dahin gelangt man über den Menüpunkt Meine Bücher oben links. Hier werden alle erstellten Bücher in der Übersicht angezeigt. Indem man auf den Titel unterhalb des Buches tippt, kann man bei Bedarf Titel und Autor des Buches anpassen. Über das Büchersymbol am unteren Rand können verschiedene Aktionen durchgeführt werden. Über Buch importieren kann man zum Beispiel ein Buch im EPUB-Format, das auf einem anderen Gerät erstellt wurde, in den Book Creator einfügen. Bücher kombinieren heißt, dass mehrere Bücher im gleichen Format zu einem Buch zusammengefügt werden können. Das Dreiecksymbol in der Mitte startet den Lesemodus des Buches. Möchte man das Buch exportieren, wählt man das Teilensymbol rechts. Ich wähle das EPUB-Format aus. EPUB ist das Standardformat für digitale Bücher. Die abgespeicherte Datei kann an andere Personen weitergegeben und an jedem beliebigen Endgerät mit Hilfe eines E-Book-Readers gelesen werden. Auch die Weiterverarbeitung, zum Beispiel mit dem Book Creator, ist weiterhin möglich. Im Anschluss wähle ich In Dateien sichern, wähle den passenden Ordner aus und bestätige mit Sichern. Auch ein Export im PDF-Format, zum Beispiel für den Ausdruck des Buches, ist möglich. Audio- und Videoinhalte gehen dabei allerdings verloren. Speichert man im Videoformat ab, wird aus dem Buch eine Slideshow erstellt. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen und Sie können die vermittelten Inhalte für die Organisation Ihres Unterrichts gebrauchen.